Jo, hallo und willkommen wieder auf meinem Kanal InKev. Ich versuche jetzt einfach mal die Kamera relativ gerade zu halten, damit es hier nicht so rumschwenkt, weil ich habe ja noch so ein Gorilla-Stativ und ich hoffe einmal, es funktioniert alles. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal um die Meinung zu DaVinci. Einige hatten mich das letzte Mal gefragt, ja, weil ich eine Meinung zu Fire Gordon gemacht habe. Was ist eigentlich deine Meinung zu DaVinci? Warum mobbst du ihn? Also ich mobb ja niemanden, aber warum machst du dich drüber lustig oder über irgendwelche Sachen? Ne? Es kommt ja immer mal der ein oder andere Spruch oder mal im Stream, wenn wir mal DaVinci ansprechen, ist halt auch immer ganz amüsant. Aber ich kann euch einmal ein was sagen, ich habe kein persönliches Problem mit DaVinci. Und ich glaube auch generell von der ganzen Meinungsblogger sehen, hat niemand ein persönliches Problem mit ihm. Also wird man ihn jetzt treffen oder so, wird es jetzt keinen Streit geben, sondern wird man halt ganz entspannt miteinander chillen und alles ist gut. Ja, aber was gibt es eigentlich generell erstmal zu DaVinci zu sagen? Also ich muss sagen, DaVincis Entwicklung finde ich relativ mau. Also ich finde es schon mal gut, dass er sich vor die Kamera getraut, dass er einige Aspekte mittlerweile bedacht hat in seinen Videos, dass es ein bisschen besser aussieht. Aber ich finde einfach, wie er die Videos gestaltet, das hat für mich wenig Potenzial nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, er hat ja mal gesagt, dass er unbedingt die 100.000 Abonnenten erreichen möchte. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass er mit dem Content, den er momentan bringt, auch mit diesem Trash-Content, mit den News und was weiß ich, dass er die 100.000 Abonnenten erreicht. Und er fragt sich auch selber jedes Mal, ja, warum kommen keine Abonnenten dazu? Warum stagniert das? Das hat einfach den Grund, dass selbst wenn du ein gehyptes Thema rausbringst, wie damals das mit diesem André Schiebler, ne, da hat er 800.000 Aufrufe, glaube ich, auf ein Video bekommen in relativ kurzer Zeit. Da hat er kaum Abonnenten gemacht, einfach aus dem Grund, weil die Videos mega langweilig sind und da kommt eine Information bei rum und da denken sich doch nicht die Zuschauer, ey yo, den muss ich jetzt auf jeden Fall abonnieren. Die denken halt auch so, okay, ja, so Promi-Flash, da wird halt einfach irgendwas vorgetragen, das war's. Aber da denkt sich jetzt niemand, Alter, der ist jetzt richtig krass, so den feiere ich, da muss ich auch unbedingt mal vorbeischauen, auch später in den Videos oder in Streams. Das ist halt einfach, weißt du, das ist halt nicht erfolgreich gedacht, muss man halt einfach mal so sagen. Deswegen sollte man sich auch gerade, wenn man die Zeit hat, sich wirklich hinsetzen, aufwendige Videos machen. Also wenigstens halbwegs aufwendig. Man muss ja jetzt keinen Blockbuster machen, aber guck einfach Dude mit Maske, Baku, guck mich an oder Kuhn TV und so weiter. Das sind jetzt keine überheftigen, sicken Videos. Ne? Außer manchmal bei Baku, der macht da schon geile Effekte rein, aber das ist halt teilweise so ein Vegas-Schnitt. So, und bei DaVinci habe ich so das Gefühl, der macht halt drei Cuts, der haut da drei Bilder rein und das war's. So, und das kannst du halt auch wirklich mit Windows Movie Maker machen. Das ist für mich halt, keine Ahnung, das hat für mich nicht viel mit Qualität zu tun. Und dementsprechend sind halt auch wenig Leute dabei, die dann bei ihm hängen bleiben. Ne, das ist halt einfach das Problem. Und warum jetzt auch generell die ganze Meinungsblocker-Szene so ein bisschen sich lustig macht über DaVinci, ist, glaube ich, sein toxisches Verhalten. Also ich habe persönlich ja gar kein Problem mit ihm. Gab ja auch noch nie irgendwas Persönliches zwischen uns, aber sein toxisches Verhalten, was zum einen seine Community anbelangt und was zum anderen auch die Meinungsblogger-Szene anbelangt. Also da hat Baku damals ein Video gemacht zwischen Alpha Kevin gegen DaVinci, ne? Und da habe ich halt gewonnen. Ne? Da hat er so ein Punktesystem gemacht und da habe ich halt gewonnen, ne? Also kurz getraut, dass ich gewonnen habe. Fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr geehrt. Naja, und DaVinci hat das so als Angriff gesehen und hat dann Baku die ganze Zeit richtig runtergemacht und dann ihn die ganze Zeit als Lutscher bezeichnet und sonst was. Obwohl Baku halt gar nicht dafür kann, dass er gepusht wurde von Chasnero, weil Baku hat nicht gesagt, bitte push mich mal. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, muss ich sagen, ziemlich lost. Und ja, DaVinci hat so richtig toxisch reagiert auf die ganze Sache. Der hasst Baku einfach, wo ich mir sage, Alter, Baku hat halt gefühlt nichts gemacht. Klar, der hat mal ein Video rausgehauen, aber ich meine, du selber haust ja auch Videos zu einer Rebecca Wing, zu einer Bonnie Trash raus und so weiter. So, dann kannst du auch damit rechnen, dass jemand mal was zu dir sagt. Deswegen verstehe ich nicht ganz, dass die Reaktion so heftig war. Vor allem, dann müsste er theoretisch auch ein persönliches Problem mit mir haben, DaVinci, weil ich bei der Meinungsblogger-Szene muss platzen Video, habe ich ja 6 Minuten lang DaVinci halt komplett auseinandergenommen. Ne? Deswegen, das verstehe ich halt nicht ganz. Ne? Aber wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen, wie er DaVinci sieht. Ich würde sagen, das, was man immer mal so mitbekommt von einigen Zuschauern, von ihm, von seiner Community, von Subs und so weiter und so fort, ist jetzt auch nicht die feine englische Art, würde ich fast sagen. Ja, aber dazu möchte ich mich eigentlich gar nicht äußern, weil ich das ganze Interne gar nicht weiter mitverfolgt habe, beziehungsweise ich habe es mitbekommen, aber ich kann mir da kein krasses Urteil bilden, weil ich in seinem Streams nie weiter dabei war. Aber ich finde ihn halt viel zu monoton, dass er irgendwie die 100.000 Abonnenten erreichen könnte. Und auch so zur Meinungsblogger-Szene muss ich sagen, passt er einfach nicht mehr rein. Also ich hätte noch nicht mal ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel Pummelparty spielen und DaVinci ist mit dabei, das wäre halt mega lustig, weil es halt wirklich, also es ist ja wirklich funny, denke ich. Ich denke wirklich, das könnte man machen und ich hätte auch Bock drauf. Aber er passt halt einfach
nicht rein aufgrund dessen, dass er mit Baku einfach ein persönliches Problem hat. Und Baku ist halt einer von den Meinungsblockern, der halt mega stabil ist. Ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Und ich kann nichts zu ihm sagen. Er ist wirklich ein mega freundlicher Typ, der mit beiden Beinen, im Leben steht. Und gegen den kannst du nicht sagen. So, und wenn dann Da Vinci kommt, der ihn einfach hasst, Alter, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Sonst hätte ich mega Bock, dass man mal zusammen einfach eine Runde im Stream zockt oder so. Das wäre ganz lustig. Ja, ich finde auch, ich muss sagen, so bei Da Vincis Entwicklung, ich finde das halt gut, dass er sich vor die Kamera mittlerweile jetzt einige Dinge beachtet hat. Der Schnitt, den finde ich jetzt nicht gut, ne? Ist kein Simplicissimus geworden. Und ich muss auch sagen, die Streams. Ja, also es ist halt Geschmackssache, ne? Wie das jeder Zuschauer sieht. Wenn die Leute sich mit Da Vinci gut identifizieren können, das sind ja auch oftmals auch ältere Leute, muss ich sagen, ist das eine stabile Sache, weil er halt auch sehr ruhig ist. Ich persönlich, ich finde halt, wie ich das schon damals erwähnt habe, so mit diesem Look, mit diesem, dass da ein Fernseher als Facecam genommen wird, der nimmt halt den halben Bildschirm ein. Das ist einfach, also das ist schon von der Optik her, finde ich das mega unprofessionell gemacht. Auch wenn man Alert reinkommt, also wenn jemand spendet, da kommt ja teilweise so auf dem Overlay, kommt ja irgendwie hier, der und der hat 5 € gespendet. Das ist halt diese Standardspenden, dieser Standard-Spenden-Alert, das sieht halt so unprofessionell und schlecht gemacht aus. Also ich meine, so ein Alert, ne? Wenn man das selber einstellt, das kann man schon ganz gut machen, aber du kannst dir halt auch was kaufen. Ich habe auch mein Overlay gekauft für 20 € gerade mal. Dann habe ich selber ein bisschen was umgestellt und dann konnte ich das auch selber alles einfügen. So. Und das braucht noch nicht mal viel Verständnis. Du musst dich einfach damit 5 Minuten auseinandersetzen, dann funktioniert das relativ gut. Und bei ihm, das sieht halt wirklich alles so, ja, es ist so qualitativ schlecht gemacht aus. Ne? Also, dass man sich da nicht noch ein bisschen länger hinsetzt, man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, das finde ich immer ein bisschen schade. Weil gerade was Streams angeht, ich meine, er wird jetzt nicht von YouTube leben. Das Einzige, wo er sich, sage ich mal, genauso wie ich, mich finanzieren kann, sind Streams. Und da ist man natürlich auf Spenden angewiesen, auf Subs angewiesen und da möchte man doch den Leuten auch was bieten. Die Frage ist, möchte ich den Leuten guten, qualitativen und ja, unterhaltsamen Content bieten oder möchte ich eher so eintönigen, ja, unqualitativen Content bieten. Ne? Ich weiß es nicht. Also sorry, aber ich verstehe es wirklich nicht, weil ich finde, bei Streams, da kannst du so viel rausholen, ne, mit der Qualität. Ich hatte mir auch schon überlegt, obwohl ich mir das für 20 € gekauft habe, das Overlay, dass ich mir vielleicht noch was Neues hole und Übergänge mache und was weiß ich, was es dazu noch gehört, dass man mehrere Szenen hat. Aber bei Da Vinci ist halt immer nur ein dasselbe. Ich glaube, Da Vinci hat noch nie in seinem Stream seine Kamera rangezoomt oder so. Weißt du, das ist halt, du brauchst da bloß eine Ebene erstellen, wo die Kamera groß ist und dann kannst du halt mit den Leuten ganz entspannt quatschen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, es ist mir zu eintönig, sein Stream. Ne? Er reagiert ja auch nur drauf, dann zockt er mal eine Runde Scribble, aber jetzt so, jetzt mal was Neues, kommt halt irgendwie nicht. Ne? Ich weiß auch nicht. Kann auch sein, dass ich das alles verpasst habe. Vielleicht macht er auch mittlerweile mega krassen Content, also so in den Streams, mega unterhaltsam, abwechslungsreich. Aber in den letzten Streams, wo ich immer vorbeigeschaut habe, da hat er halt auf Kuchen-TV reagiert. Und dann hat er, ja, war er mal kurz weg und dann hat er wieder auf Kuchen-TV reagiert. Das ist halt für mich persönlich ein bisschen, ja, zu viel des Ganzen. So, also man kann halt schon mal drauf reagieren. Auf Kuchen-TV ist auch gar kein Problem. Aber so die Dauer, ist halt mau. Ich muss auch sagen, was ich nicht verstehe, also ich kann ihn da schon verstehen, dass er auf YouTube streamt und dann auf Twitch streamt, um die Leute von YouTube auf Twitch rüberzuziehen, aber er hat auf YouTube halt immer ein und dieselben Zuschauer, die dann drüben auch auf Twitch am Start sind. Das verstehe ich nicht ganz. Also ich meine, Twitch ist halt die Streaming-Plattform und ich muss auch sagen, bei Twitch wirst du halt in meinen Augen, ja, hast du die Möglichkeit, krasser unterstützt zu werden. Und dass man da einfach nicht die Zeit, die man auf YouTube streamt, einfach auf Twitch verbringt, um sich dort eine größere Community aufzubauen, verstehe ich nicht ganz. Aber das muss er halt für sich selber wissen. Ich persönlich liebe Twitch über alles. Und ich habe auch das letzte Mal wieder gesehen, ne? Ich war auf YouTube am Start, habe gestreamt. Alter, 200 Leute waren natürlich richtig krass. Ne? Das hatte ich Ewigkeiten nicht mehr. Und der Chat, das war so belastend. Ich sage es euch wirklich so, wie es ist. Da gibt es einen nach dem anderen, der einen als Nazi bezeichnet und sonst irgendwas. Das hast du auf Twitch nicht. Twitch ist wirklich sehr erwachsen und ich bin froh, halt so eine krasse Community zu haben. Aber ja gut, das betrifft jetzt mich wieder, ist ja jetzt nicht Da Vinci. Aber ja, ich muss halt wirklich sagen, Twitch ist Liebe. Und ja, YouTube, keine Ahnung. So, es hat keine Streaming-Plattform. Man merkt einfach immer wieder, dass YouTube auch nichts dafür tut, dass das Streaming vorangeht. Deswegen bin ich auch damals gewechselt. Einfach, weil die Möglichkeiten auf Twitch viel größer sind. Und ich sage es euch auch so, wie es ist. Was jetzt das Einkommen angeht, ist YouTube bei mir nichts. Also ich habe im einen Monat gar nichts verdient, weil das wurde nicht ausgezahlt, weil ich nicht mal 70 € im Monat erreicht habe. Und
ja, auf Twitch ist halt, kannst du nicht vergleichen. Das ist einfach so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das ist eine ganz andere Liga. Ja, aber das war jetzt eigentlich so weit meine Meinung zu Da Vinci. Ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Ich finde aber einige Memes sehr lustig. Und natürlich, man kann auch mal den einen oder anderen lustigen Spruch bringen. Genauso, ich finde das ja auch lustig, wenn ein Meinungsblocker einen lustigen Spruch gegen mich bringt. Ne? Also wenn KuchenTV irgendwas in seinem Stream sagt, wo er mich mal wieder richtig dumm darstellt, ich finde das lustig. So. Aber man darf einfach nicht so viel immer als persönlichen Angriff werten. Ne? Das ist halt immer das Problem. Und ich denke, da hat Da Vinci... Ja, da sollte sich Da Vinci noch ein bisschen ändern, weil er immer so vieles als persönlich aufnimmt, obwohl da gar kein Angriff dahinter steht. Das ist auch ein bisschen schwierig, aber das muss er dann wahrscheinlich selber sehen. Jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, nehme ich noch ein paar Videos auf. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal dafür, dass ihr hier so lange zugeschaut habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Bänkchen. Euer Alpha Kevin und macht's gut. Ciao.